Im Register Eigenschaftsfilter 2 können Sie ausschließlich für Gruppen, die über eine Gruppenlogik verfügen, einstellen, welche Eigenschaften geprüft werden sollen. Die möglichen Eigenschaften erkennen Sie an der Klartextübersetzung und den weißen Eingabefeldern. Bei Gruppen, die nicht über Gruppenlogiken verfügen, steht Ihnen hier zur Auswahl gar nichts zur Verfügung. Bei den Gruppenlogiken die hier auswählbaren Eigenschaften. Sie können einfach per Klick auf die Funktionsschaltfläche der jeweiligen Eigenschaft innerhalb der Auswahlliste per Mehrfachmarkierung, das heißt mit STRG bzw. in Kombination mit Shift, einfach die gewünschten Werte auswählen. Beachten Sie bitte, dass hier unten ein Bereich nicht mehr bekannte Werte vorhanden ist. Dieser sollte grundsätzlich leer sein. Es könnte sein, dass im Zuge der firmenspezifischen Kalkulationseinrichtung bestimmte Eigenschaften nicht mehr vorhanden sind, gelöscht werden, die hier allerdings unten dann noch in der Liste stehen, womit im Klartext nur ausgedrückt wird, es gäbe hier irgendwelche Werte für die das System gar nicht mehr weiß, wofür die da gewesen sind. Diese sollten dann entsprechend aus der Auswahl entfernt werden. Wenn Sie Mehrfachauswahl machen, können Sie auch hier das einfach mit OK übernehmen. Sie sehen von der Syntax her, die Zahlen werden mit Semikolon getrennt geschrieben und Sie können das Ganze natürlich auch durch eine neue Auswahl einfach wieder entsprechend überschreiben. Beachten Sie bitte, dass die Prüfung sämtlicher Eigenschaften innerhalb der Gruppenlogik eindeutig sein muss. Über die Schaltfläche Gruppenlogiken auf Eindeutigkeit prüfen, sind Sie in der Lage, dies jederzeit wieder zu testen.